Ich möchte hier mal zwei Segmente von zwei Kurven zu einer Fläche verbinden. Ich habe hier zwei B-Spline-Kurven, die sind im Sketcher gemacht und möchte diesen Teil, der hier bei dem Punkt beginnt, bis zu diesem Punkt mit einem zweiten Bereich verbinden, der auf der anderen Kurve zwischen diesen beiden Punkten läuft. Ich habe jetzt absichtlich mal die Punkte nicht genau auf die Kurve gelegt, um zu zeigen, dass das Verfahren auch robust ist, wenn das mal nicht genau getroffen wird. Also ich wähle jetzt mal die Kurve aus, dann wähle ich die beiden Punkte aus, dann wähle ich die zweite Kurve aus und die beiden Punkte, sodass ich jetzt hier insgesamt sechs Objekte ausgewählt habe und dann gibt es die Methode, verbinde zwei Kurvsegmente zu einer Fläche. Und jetzt ist diese Fläche da. So sieht die aus. Und diese Fläche, die wir jetzt hier haben, das ist also ein sauberer B-Spline Surface. Da ist nichts Abgeschnittenes. Man kann sich das mal anschauen. Das ist das Flächennetz, das da drauf liegt. Und blende das mal aus. Wir haben dann gleichzeitig die beiden abgeschnittenen Subkurven, die gehen also quasi immer von der kürzesten Projektion des Punktes aus bis zum nächsten. Und man kann sich die anschauen. Das sind beides normalisierte, also zwei B-Splines mit normalisierten Knotenvektor von 0 bis 1. Und der Berg, den wir hier drauf haben, der ist auch entsprechend aufgebaut. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt hier drin mal zwei Zufallshöhenlinien reingeneriert. Das kann man dann später durch irgendwelche Höhenlinien, durch Rippen oder sowas ersetzen. Und ich wollte auch mal schauen, ist es möglich, hier Anschlussbedingungen zu machen. Wir haben einmal die Bedingung, auf der Seite ist der Rand mit einer horizontalen Tangente versehen. Also es geht erstmal flach rüber und dann hoch. Und auf der anderen Seite, hier haben wir einen Übergang, da geht es tangential erstmal 45 Grad nach unten und dann schwingen wir wieder hoch auf den Berg. Okay, ich blende das mal aus und wir können das Verfahren jetzt einfach wiederholen, indem wir sagen, wir ändern den Sketch jetzt mal um. Das jetzt mal so. Okay. Und dann gleiches Prozedere. Ich wähle nacheinander aus die Kante, die beiden Punkte. Zweite Kante und die beiden anderen Punkte. Und nochmal Faces erzeuge ein verbindendes Segment. Und das sehen wir, diesmal liegt das Segment jetzt anders. Ich blende das mal aus. Wir sehen hier lila wieder die beiden Teilkurven. Die lagen ja vorher so. Und hier eben die beiden verbundenen Flächen. Einmal die erste und dann nach der Änderung die zweite. Das heißt, ich kann das Verfahren jederzeit wiederholen und bekomme dann entsprechend immer andere Werte raus.